immer noch nicht mit mir. Es ist ja also ziemlich ruhig. Jo, da würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat, meine Güte. Ja, ich habe ein bisschen Kritik bekommen, also beziehungsweise konstruktive Kritik, muss ich natürlich sagen. Natürlich ist die auch immer herzlich willkommen. Ich spreche zu wenig und sage immer zu wenig, was ich vorhabe. Das versuche ich jetzt alles ein bisschen mehr einzubauen, auch zum Beispiel mehr diese Ansagen, nicht noch Thema, oh, das ist ja wieder, es kommt wohl so ein bisschen rüber, als hätte ich da keinen Bock drauf. So ist es nicht, das Spiel macht mir natürlich extrem Laune, weil die Story einfach geil ist. Deswegen spiele ich es jetzt gerade auch schon zum zweiten Mal. Und ja, also was haben wir heute vor? Auto gucken. Ich möchte mir noch ein weiteres neues Auto zulegen. Wir haben nämlich in der letzten Folge noch ein was Schönes freigeschaltet. Da werde ich heute danach mal gucken. Also fahren wir rüber oder springen wir mal kurz rüber zum Autohändler und dann geht's weiter mit zwei neuen Rennen. Ich versuche ja meistens immer zwei Rennen pro Folge reinzupacken. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was mehr Zeit, mehr Projekte zu machen. FIFA wird jetzt bald wieder anlaufen. Oder läuft vielleicht schon, jetzt sogar schon. Minecraft läuft jetzt wieder durch, wobei Minecraft jetzt auch nur ganz kurz mal so 4-5 Folgen sind, weil es dann kurz mit GTA mal wieder losgeht. Aber jetzt erstmal bei Need for Speed und wir gucken mal rein, dass wir kurz beim Auto in der vorbeispringen. So, unser Ziel ist es halt, wie gesagt, ein neues Auto zu kaufen. So, was haben wir denn Schönes? Was nehmen wir denn mit? Was haben wir denn überhaupt letztens gekauft? Wir haben letztens mal den Porsche gekauft, ne? Das heißt den Cayman. Den hier. Mit Stärke 187. Deswegen gucke ich jetzt gerade mal, was wir noch so haben. Wir haben unter anderem zur Auswahl, was preislich passen würde, den Chevrolet Camaro Z28 oder, Z28, wie auch immer. Ich guck mal gerade, was wir haben. Quadrifoglio, Jaguar F-Type. Ich habe mich auf ein bestimmtes Auto so ein bisschen fixiert. Ich guck mal gerade, was der Cayman als 187 hätte der. Warte mal, gerade kurz. Alfa Romeo Quadrifoglio. Ist der überhaupt nicht frei, der Wagen? BMW i8 Coupé. Porsche Panamera Turbo. Habe ich das heute nicht frei? Haben wir den nicht in der letzten Folge jetzt freigeschaltet? Oder sehe ich das gerade nur falsch? Aston Martin? Porsche? Weil heute wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen in der Nacht fahren. Ich will Level 20 machen, damit wir da unten auch mal die Story weiterbekommen. Nur so nebenbei. Das ist auf jeden Fall der Plan für die heutige Folge. Guck aber gerade erstmal, ob ich ein Auto freigeschaltet bekomme. Ist das Skyline? Da ist er doch. 191. Den Ford Mustang, den würde ich mir gerne nämlich mal zulegen als neues Fahrzeug. Der hat ein bisschen mehr als der Porsche, aber ich finde, es wird tatsächlich doch auf was anderes gehen. Und hier oben ist nämlich noch ein bisschen was frei, was ich nämlich mir überlegen würde. Was nehmen wir denn? 227, dann wären wir schon mal wieder von der SX, Jaguar, BMW. M2 Competition. So ein bisschen zu teuer. Was haben wir hier als Honda NSX? Den könnte man kaufen, aber ja, ich muss da wieder zu viel tunen. Das ist es halt. Wenn man Alfa Romeo. Ich überlege gerade Alfa Romeo Quadrifoglio. Dann hätte ich nur 5000. Wir nehmen den Alfa. So. Nehmen wir mal was Schickes Italienisches. Wir müssen uns treffen. Ich habe ein Angebot, von dem wir beide profitieren. So, okay. Das heißt, wir müssen doch noch mal ein bisschen was fahren. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt nehmen. Fuhren du 227. Ich kann ja immer noch wählen an Auto, ne? Ich warte auf dich. Dann fahren wir heute noch. Dann machen wir heute noch was anderes. Dann mache ich nämlich heute noch mal Rundkursrennen, weil wir brauchen ein bisschen Kohle für unser Auto. Und das werde ich heute ein bisschen freischalten.
Hört sich schon cool an, muss ich sagen. Warte mal. Da ist nämlich noch ein... Da ist voll das noch ein Painting, was ich kurz mitnehmen will, was mich auch wieder ein bisschen Kohle bringen würde. Ich glaube, wer bringt sie nicht? Die bringen wir. Ach so, die bringen ja nur ein bisschen Folien und für den. Okay. Der kam aber auch im letzten Moment rübergezogen. Ja, ich war heute der Plan tatsächlich so ein bisschen mal Level 20 zu erreichen, aber ich mache jetzt das ganz anders. Ich fahre jetzt erstmal noch die zwei Rennen, damit ich ein bisschen auftun kann. Dann wechseln wir in die Nacht und fahren dann, also morgen in die Nacht und fahren dann die zwei Heat-Rennen, damit wir links gefunden. Eine Tankstelle habe ich gefunden und jetzt haben wir noch ein Bentley weiteres gefunden. Da haben wir ein Rundkursrennen und zwar Farah heißt das. Ich guck mal gerade, ob ich ein Auto wechseln kann. Auf den Porsche möchte ich gerne gehen. Und dann fahren wir mit dem Porsche jetzt das Rennen in der Nacht. Am Tag, um mal sein Geld zu verdienen. Farah ist das gute Rennen. Und mein Ziel ist es, Erster zu werden. Also unser Ziel soll es ein Erster zu werden. Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Kohle. Weil wir uns gerade mal ein neues Auto schon zugelegt haben. Und zwar ein Alfa Romeo Giulia. Das war eben kurz mal über eine Wand von dem Fokus. Wobei, es war keine Wand, der ist irgendwie. Der geht ein bisschen gerade, nervt mich gerade. Und ich habe jetzt vorne den BMW vor mir rumfahren. Zwei. Jetzt gerade mal ein bisschen ärgern hier. Ja.
Ah, nein. Ich muss zurück zum Zielpunkt. Ja, damit habe ich aber mein Rennen versaut. Ich bin schon auf 4 zurückgefallen. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich mir das Rennen hier noch so halbwegs gerettet bekomme. Ja, der BW hat schon ein bisschen Vorsprung, aber es sind nur 400 Meter. Ich muss jetzt mal den Fokus. Eben habe ich nämlich das Ziel diesmal getroffen. Ja, das Tor getroffen. Und dann gewinnen wir es dann doch noch irgendwie. Okay. Nehme ich mit. Aber auch so gerade, wie gesagt, wie werde ich das jetzt. Nehmen wir die 20.000 mit. Die wahrscheinlich sehr gut gebrauchen können. Aber teilweise fahren ja noch Autos rum mit Stärke 110. So, dann nehmen wir den Flamingo hier unten noch eben kurz. Dann haben wir da unten noch ein Rennen, was ich dann mitnehme. Und zwar hier haben wir noch einen Rennen. Das heißt, auf der Flucht. Dahinter ist auch noch eine Racing Story, aber das. Ja, das, obwohl, das machen wir in der nächsten Folge. Komm, machen wir danach in der nächsten Folge nochmal Racing Story. Da hab ich dann Bock irgendwie mehr gerade drauf. Ich habe endlich den Grill in den Camaro eingebaut. Sehr geil. Es sieht jetzt langsam wieder so aus wie früher. Brauchst du noch Hilfe? Danke, aber ich glaube nicht. Der Rest ist vor allem kosmetisch. Der Wagen bedeutet hier viel, hä? Ich weiß noch, wie Papi mit mir zum ersten Mal über den Raceway gefahren ist. Ich war damals vielleicht 5 und habe mit ihm direkt hinterm Lenkrad gesessen. Er hat mich wie ein Rennkommentator angefeuert. Das war für mich der schönste Sieg aller Zeiten. Hör zu, ich muss Schluss machen. Ihr wartet Kundschaft. Pass auf dich auf. Da ist es. Du auch. Weil die Dinger nämlich Geld bringen. Und zwar 2.500, meine ich. Das ist mal wieder jetzt mal 500.000 leicht verdientes Geld. Deswegen habe ich gerade kurz noch den Flamingo geholt. Es ist auch schade, dass ich keine Autos verkaufen kann. Vesco! Auf geht's. Hoffentlich ist es mal ein bisschen was einfacher als in die Aktion da. Ja, wieder wohl. Schauen wir mal. Irgendwie kriegen wir schon hin. Wir haben es ja jetzt mal auch schon gerockt.
Hier ist irgendwo ein Flamingo. Ja, zumindest wurde mir das gerade mal angezeigt, weil da stand ja gerade Flamingo in der Nähe. Ich fahre jetzt gerade auch nur ein bisschen hier Rundkursrennen, damit ich ein bisschen Kohle einnehme. Wie gesagt, wir haben ja unsere Julia, die wir noch tunen müssen. So, letzte Runde. Jetzt machen wir schon gerade dran, die Jungs zu überrunden da vorne. Wir haben gerade mal das komplette Feld überrundet. Also alles, was jetzt hinter uns ist, kommt gleich in die letzte Runde erst. Pipifax ist drin. So, dann haben wir es schon wieder für heute. Dieses Ziel ist erreicht. Wir haben eine Aufgabe. Die Aufgabe ist gelöst. Wir nehmen noch 13.000 mit. Wenn ich ehrlich bin, was sind das? Das sind keine Gegner, tut mir leid. Also 115 der stärkste. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann holen wir uns den Flamingo. Aber den holen wir uns jetzt noch schnell, komm. Wir wollen gerade schon dabei sind. Und dann in der nächsten Folge machen wir da ein bisschen Racing Story. Da ist ein Kopf, den will ich jetzt gerade mal ein bisschen ruhen. Wo ist er, wo ist er? Der steht nur da, ne? Ja, okay. So, der müsste irgendwie hier unten drunter stehen, da ist er schon. Nehmen wir mit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's an die Story.